Ich fange direkt gleich mal so an. Mir fiel es, glaube ich, noch nie so schwer, einen Jahresrückblick zu machen wie von 2020. Ich denke mal, mir wird niemand widersprechen, wenn ich sage, dass das Jahr und vor allen Dingen alles, was mit dem Jahr kam, in unser aller Leben Einstiche gemacht hat. Und bis vor ein paar Wochen dachte ich noch, dass bei mir der größte Einstich durch die Pandemie gewesen wäre, dass irgendwie die Gamescom oder sowas nicht stattfindet. Und jetzt am Jahresende wäre ich wirklich heilfroh, wenn das mein größtes Opfer der Pandemie gewesen wäre. Leider ist dem nicht so, aber dazu sage ich später noch was. Ja, 2020 kamen 14 Videos auf dem Kanal hier. Das sind zwar drei weniger als 2019, aber trotzdem war 2020 mein zweiterfolgreichstes Jahr auf YouTube. Der Kanal startete das Jahr mit 1200 Abonnenten und ja, passend zum Jahresende sind wir gerade bei 2020. Illuminati. Aber bevor es ums Jahresende gehen soll, geht es erstmal um den Jahresanfang. Der Jahresanfang war der Januar. Der war sehr geprägt von den Folgen von Taxi Team 2, welches ja Ende 2019 rauskam. Ja, ansonsten habe ich im Januar eigentlich nur größtenteils für Klausuren gelernt und es kam tatsächlich noch ein Wuppertal-Vlog von Wuppertal, aus Wuppertal, in Wuppertal, mit Wuppertal. Im Februar kam dann das für den Kanal wichtigste Video 2020, nämlich das Video, in dem ich Veto auf Fiverr einen Song verkauft hatte. Und mit diesem Video kam dann logischerweise auch der Norm-Song, der den Baustein legen sollte für noch ja, viele weitere Videos und Songs 2020. Zum Beispiel für das Video, in dem Voldy und ich 14 Tage Verkäufer auf Fiverr waren, denn das kam dann im März. Und dieses Video bzw. dieses Experiment steht für mich auch so ein bisschen stellvertretend für diese Frühjahrs-Fiverr-Zeit 2020. Und ja, mit dem Video war ich auf jeden Fall sehr zufrieden und ich esse gerne Gurken. Was im März dann leider auch begann, war die Krise, denn im März wurde Corona offiziell zur Pandemie erklärt, was sozusagen der Startschuss für das Ganze war, in dem wir bis heute leben. Ja, und schon einen Tag nach dem Norm-Song damals schrieb mich Erfo an, dass er auch einen Song erkaufen wolle. Und dem gingen Voldy und ich natürlich nach und im April erschien er dann der Erfo-Song, was hat Erfo? Was in April auf jeden Fall auch geprägt hatte, waren unsere Minecraft-TTT-Sessions damals, aus denen auch das junge TT-Tom-Video entstand, was auf jeden Fall eine Erwähnung im Jahresrückblick verdient hat, meiner Meinung nach. Zudem begann bei mir im April, Corona-bedingt, mein zweites Semester online. Naja, im Mai kam dann der Song Leider eine Bitch. Das war ein Song, den hatte ich schon angefangen 2019 zu schreiben und der war eigentlich für den Januar 2020 geplant. Da mir der Song aber schon echt wichtig war und da ich da schon ziemlich viel Energie in den Text reingesteckt hatte, habe ich damals davon auch zwei Versionen aufgenommen von dem Song und habe auch echt lang an dem rumgedoktert, sodass er erst im Mai erschien. Naja, im Mai startet dann noch auf meinem Zweitkanal das Rocket League Turnier Copa del Lama 2 mit Max. Gruß an dich. Und ich startete ein Let's Play Pokémon Kristall, was bis heute läuft, aber aktuell pausiert ist. Sorry, Saruni. Was den Juni und Juli angeht, da war ich relativ inaktiv. Heißt, es kamen keine Videos auf meinem Kanal eigentlich. Irgendwann zu der Zeit endete mein Online-Semester auch, aber ich habe auf jeden Fall in der Zeit viel Zeit im Garten verbracht. Das weiß ich noch. Und ich habe Tomaten angepflanzt in diesem Garten. Aber sonst war eigentlich in Juni, Juli, wie Stegi sagen würde, mehr auch nicht. Ja, im August gab es ja dieses Jahr keine Gamescom, aber ich war tatsächlich zur Gamescom-Zeit eine Woche in Köln bei Max und Kai. Wir haben trotz Corona einiges erlebt und hatten auch einfach klassische Chorweiler-Vibes. Des Weiteren hatten im August Voldy und ich unseren nächsten Auftrag, nämlich den Wichtiger Song. An dem haben wir dann im August noch weitergearbeitet und im September kam dann tatsächlich mal wieder ein Video auf meinem Kanal, nämlich dieses Ich spiele eine Runde SG und mache einen Song darüber, Like We Remembered. Und zudem kam dann im September auch der Wichtiger Song auf seinem Kanal online und das beendete sozusagen die 2020 verkaufte Songs, Trilogie, whatever von Voldy und mir. Was ich auch noch zum September zählen würde, wäre Among Us, ein Spiel, was 2020 sehr geprägt hat und sehr im Hype war. Und ich wollte eigentlich auch die ganzen Monate lang auf meinem Kanal eins oder sogar mehrere Among Us Videos machen, aber leider ist es nie dazu gekommen, da mein Freundeskreis aus Sims und schlechten Tweetschreibern besteht. Naja, weiter geht's mit dem Oktober. Im Oktober kam dann mein bzw. unser letzter Song für 2020, nämlich Tom und Voldy 2. Song, der eigentlich auch Monate früher kommen sollte. Und im Oktober war ich noch eine Woche in Köln bei Max und Kai und wir haben dort tatsächlich die Audiospuren für Taxi Team 3 von Max und Kai aufgenommen. Aber Taxi Team 3 wird auch leider verschoben auf nächstes Jahr. Das wurde dieses Jahr auch nichts mehr. Ja, im November begann dann das dritte Semester für mich, auch online. Und wir fingen an, auf Kens Minecraft Survival Server Chorweiler nachzubauen. Und das Ganze resultierte dann im Dezember zu dem Video Wir bauen Chorweiler in Minecraft nach, dem letzten Video für 2020. Ja, apropos Dezember.
Wenn ich eine Timeline von 2020 anfertigen würde, in der man so ablesen könnte, wie es mir im Verlauf des Jahres so ergangen ist, dann würde die ungefähr so aussehen. Und man sieht es, glaube ich, ganz gut. Die letzten 2 Wochen von 2020 waren für mich wirklich, wirklich sehr schlimm. Meine Oma und mein Opa hatten sich beide mit dem Coronavirus infiziert und sind traurigerweise auch beide daran gestorben. Ich hatte zu beiden wirklich ein sehr enges Verhältnis und ich bin immer noch so in der Phase, wo ich das Ganze nicht so wirklich realisieren kann. Ich hatte was ziemlich Ausführliches dazu auch auf Twitter geschrieben. Aber was hier in den Jahresrückblick auf jeden Fall noch reinpassen würde, ist, dass ich in den letzten 2 Wochen und somit auch noch in 2020 gelernt habe oder realisiert habe, wie absolut wichtig und wertvoll Familie ist. Natürlich bin ich darüber unfassbar traurig, aber ich bin gleichzeitig auch wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich so tolle Großeltern hatte und mit den beiden ja fast 20 schöne Jahre verbringen konnte. Mein Opa hatte tatsächlich sogar immer meine Videos geschaut und der hatte ja sogar früher bei manchen mitgemacht. Und das hier ist leider das erste Video, was er nicht sehen kann. Und deshalb halte ich es hier für die Ewigkeit fest und danke den beiden nochmal für alles, was sie mir gegeben haben und dass sie immer für mich da waren und mich geprägt haben. Ja, und so endet mein 2020. Ich hatte 2019 ein sehr entscheidendes Jahr genannt im letzten Jahresrückblick. 2020 war für den YouTube-Kanal eigentlich ein relativ erfolgreiches Jahr. Für mich war das natürlich ein Jahr mit sehr traurigem Ende. Aber insgesamt würde ich sagen, dass 2020 ein sehr eingeschränktes Jahr war. Offensichtlich gesehen, durch die Corona-Pandemie waren wir alle in unserem Alltag eingeschränkt. Für mich hieß das sowas wie keine Urlaube, keine Gamescom, kein Präsenzunterricht. Doch irgendwie hat mich die Pandemie und diese ganze Situation nicht nur in diesen offensichtlichen Ebenen eingeschränkt. Man könnte ja denken, dass durch die gewonnene Zeit ich mehr Songs hätte machen können, mehr Videos machen können, allgemein an mehr Projekten arbeiten hätte können. Doch irgendwie hat diese ganze Situation, das ganze Jahr auch diese Ebenen blockiert. Und so kam es dazu, dass ich 2020 ziemlich viel verschoben habe. Leider in der Bitch zum Beispiel wollte ich ja schon im Januar rausbringen. Es kam im Endeffekt im Mai. Allgemein hatte ich dieses Jahr noch Videos, Songs, Projekte geplant und teilweise schon daran gearbeitet. Aber das Ganze so lange hinausgezögert, dass im Endeffekt nichts davon dieses Jahr kam. Selbst Tax Team 3, von dem ich eigentlich fest davon ausging, dass das dieses Jahr noch was werden würde, kam nicht und muss auf nächstes Jahr verschoben werden. Allgemein kamen dieses Jahr nur 5 offizielle Songs, nämlich einmal die Trilogie vom Norman, Erfor und Wichtiger Song, also die drei gekauften, und eigentlich nur 2 eigene Projekte, nämlich Leider ne Bitch und Tom und Oldie, und die waren auch beide mit Oldie. Ich habe das schon in den letzten Jahren gemacht, ein Video des Jahres gekürt und dann auch Platz 2 und 3. Und für mich war das Video des Jahres eigentlich ein Song des Jahres, nämlich Leider ne Bitch. Denn der Song war ein komplett eigenes Projekt mit Woldi, ohne dass da irgendwie Norm, Erfor, Wichtiger oder Stegi dahinter standen. Und trotzdem würde ich sagen, dass der schon relativ gut ankam oder gut erfolgreich war. Außerdem würde ich sagen, dass es meine textliche Höchstleistung ist. Und auch Woldi hat absolut abgeliefert. Also ein für mich sehr, sehr, sehr starkes Endprodukt. Platz 2 vom Video des Jahres ist bei mir, ich verkaufe einen Song auf Fiverr, also das Video, wo wir den Norm-Song verkauft haben. Denn es ist einfach das bedeutendste Video für den Kanal dieses Jahr. Und Platz 3, ein Video, mit dem ich auch sehr zufrieden war dieses Jahr, war Junge TT Tom. Das hat in ein paar Jahren Legendenstatus, besonders Maurice' legendärer Ausspruch. Ja, das war mein 2020, ein Jahr, was in die Geschichte eingehen wird. Um hier mal einen kleinen Ausblick zu geben, was euch auf diesem Kanal 2021 so erwarten wird. Ich werde die Geister von 2020 auf jeden Fall jagen und versäumtes nachholen. Deshalb kommt 2021 auf diesem Kanal auf jeden Fall Taxi Team 3. Nach vielen Jahren wird auch mal wieder ein Projekt starten, was wir eigentlich dieses Jahr auch starten wollten, mit Battle Staffel 4. Und songtechnisch werde ich auf jeden Fall einige eigene, macht das Sinn, ja, Projekte umsetzen und vielleicht sogar ein größeres Projekt umsetzen, aber das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Was aber in Stein gemeißelt ist, ist das Jahr 2020 und das ist jetzt vorbei. Wie dieser Jahresrückblick. Ich bedanke mich und sage ein letztes Mal in diesem Jahr: Ciao.